So, ein wunderschönen. Doch draußen ist es mittlerweile dunkel. Von daher darf man mit abnehmender Bildqualität rechnen. Geht noch. Man merkt ja mittlerweile echt, dass sie ganz schön Stock hat, weil es halt, weil er so extrem lange Belichtungszeiten jetzt hat. Aber es geht noch. Ja gut. Superdruck spielt gerade nebenbei. was wir eigentlich wollen, ist das hier. Auch eine, wie ich finde, sehr schicke Map. Auch wenn der letzte Raum ein bisschen kritisch werden könnte. Aber ansonsten. Gucken wir einfach. Wie gesagt, das fällt jetzt sowieso nur lange, wie es geht. Wobei Extermination der relativ ausgeglichen ist. Das ist nicht so wie bei der Map letztens, wo man gleich von Anfang an von allen Seiten beschossen wird. Wie gesagt, das wäre hier in dem Modus überhaupt nicht machbar. So, okay. Kommt mal her. Wie geil, dass wir einfach munitionstechnisch alle komplett ausgerüstet sind. Ja, die einzigen Maps, auf die ich mich jetzt schon freue, sind dann die in der City denn, also die ganzen Stadtmaps. Weil die dürften definitiv ein bisschen Overkill sein. Ich werde gerade fragen, ob ich einfach mal sterben kann hier. Ah, hier klappt auch wieder mit der Ausdauer. Scheint also nicht am Boden zu liegen. Na, ja, siehst du, schon ist ausgepowert. So muss das normalerweise sein. Das war ja bei der einen Map. Nicht so. Kann ja nicht mal einer mit einer Kettensäge kommen. Äxte habe ich mittlerweile mehr als genug. Boah, Alter, im Abschießen hat er mich noch hier, will er mich ficken. So. Muss man viermal klicken, dass er einmal komplett nachliegt. Was ist denn hier los? Hier noch Munition? Na. Okay, sieht ja nice aus. Hört mal her. Scheiße, ich komme jetzt rein. Mann, Büro. Ich wollte sie gerade hier hinlocken, damit der Ding hier. Wow, ist einfach mal ein Fass. Ich bin zu früh noch links abgebrochen. Ich habe die scheiß Feuerkugel noch gesehen und dachte, ja, das habe ich noch, aber. Ich scheinbar nicht. Oh Mann, wir haben mich gespeichert. Leckt mich am Arsch hier. Leckt mich am Zipfel. Wieder aufpassen, weil dieser Scheiß im. Wow. Von wo schießt denn der? Hallo? Er dann. Ach, da. Boah, Alter, alle drei mit einmal getroffen. Wow. Ah, das war nice. Nicht geplant, aber nice. Kommt denn nur um die Ecke geschissen, Alter. Ich glaub's nicht.
Ja, komm. Nein. Ja, doch geht. Die einfach durch alles durchschießen können. Kein Respekt mehr hier. Wo, Alter, hallo, ab ist jetzt bald mal? Ernsthaft, Leute. Ah, die haben mich gegenseitig getroffen. Sehr schön. Ach, der ist ja schon tot. Dann ist noch einer. Na komm, mach eine. Oder ich renne schnell hinter den LKW. Könnte aber sein, dass er mich da trifft. Ja, Glück gehabt. Wow. War nicht die klügste Idee, einfach so ungeschützt hinter den LKW zu gehen. Ah ja, komm, mach eine. Okay. Was mache ich hier? Boah, Alter! So, jetzt können wir uns wahrscheinlich dieses Pack da holen, diese Munitionspack. Oh, hier krieg ich noch was? Ah ja. Ja gut, das war es ja jetzt. Oh Gott, war es ja gerade vollkommen eine Verschwendung. Ach Mann, ey. Einmal schön hingelaufen. So viel zu den guten Prinzipien hier. Die hätten wir dann ja wohl voll verkackt. Mann, Alter. Ah, der Raum, der wird interessant. Der wird richtig schön Hölle. Zum Glück gibt es hier in der Map den Cyberdemon nicht mehr. Aber dafür noch genug andere starke Gegner, so wie zum Beispiel die ganzen Main-Cube ist. Wird also definitiv noch interessant. Wow. Ich hasse diesen Strauch jetzt schon. Komm her!
Alter, Mann. Boah. Ja. Das war der Fucker mit dieser Minigun hinten. Um den muss ich mich auch noch kümmern gleichzeitig. Halbe von wie? Ich versuche erstmal direkt frontal. Wow, der ist genau dahinter. Oh Gott, das wird nichts. Das wird sowas von nichts. Oh mein Gott, ich bin tot. Nichts. Hat das funktioniert? Ja, ja, hat funktioniert. Geil! Ah ja, wenigstens hier so auf großer, weiter Flur funktionieren die Raketen. Dieser Strauch hier. Oh. Sehr gut. Roter Baum. Auch interessant. Ja gut, gibt es ja auch in Wirklichkeit, im Echten. Die sind jetzt zwar nicht so extrem dunkelrot hier mit, aber es gibt zumindest Bäume, die haben rotes Holz und auch eine rötliche Rinde. Hab zwar gerade keinen Plan, wie die heißen. Und ob das überhaupt wirklich stimmt. Aber ich tue einfach mal so. Ah, diese Waffe ist so geil. Einziges Problem ist, so stationär bringt uns gar nichts. Deswegen fand ich es früher geil, wo man die bewegen konnte. Aber der Bug wurde ja leider schon gelöst. Gut, Boden. Ha! Es geht wieder! Alter, Release-Kandidat 4 ist wieder verbuggt. Also habe ich ja schon im vorigen Level gesagt. Aber es geht wieder, habt ihr gerade gesehen? Yay! Ja, genau das ist das, was ich die ganze Zeit immer meinte. Also das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr müsst, habt ihr gerade wahrscheinlich auch gesehen, in dem Moment, wo ihr zu der Waffe hinrennt, müsst ihr schon die Use-Taste benutzen, sodass ihr praktisch, die Use-Taste ist ja die, mit der ihr die Waffe dann benutzt. Aber sie ist normalerweise stationär. Das gilt aber nur, solange wie ihr an der Waffe steht und auf Benutzen drückt, oder aber zu der Waffe hinlauft und auf Benutzen drückt. Wenn ihr allerdings die Renntaste benutzt, die Sprint-Taste, also im Englischen One, und dann praktisch zu der Waffe hinrennt und dabei auf Benutzen drückt,
dann greift ihr euch die Waffe und könnt die ab da dann die ganze Zeit mit benutzen. Nice. Ab jetzt könnt ihr mich Rambo nennen. Boah, Alter, was für eine Durchschlagkraft hier. Alter, was? Gefällt mir. Boah, Alter, das kannst du. Nein, das kannst du nicht mal sehen. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob so intelligent war zu speichern. Nicht, dass ich mir damit hier mein Safe-Game verschossen habe. Das wäre eher so suboptimal, aber what the fuck ist das geil, ey, wow! Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt in dem Release-Kandidat 4 wieder funktioniert oder ob es die ganze Zeit funktioniert hat und ich das einfach nur, ja, Vorführeffekt technisch nicht hinbekommen habe. Aber... es geht wieder! Geil, Alter, ist das krank. Oh, ist das geil, Alter. Ist zwar komplett behindert. Ich weiß doch nicht, warum die Waffe, wenn man sie sich greift, hat die gerade mal 200 Schuss. Heißt also, die ist extrem schnell leer. Ist aber, wenn man die stationär benutzt, genauso. Oh. Ja gut, okay. Man darf natürlich dabei keinen Fahrstuhl rufen. Ah, okay. Ja, und doch, funktioniert wieder komplett. Also wie gesagt, normal benutzen kann man damit nicht laufen. Wenn man läuft und auf Benutzen drückt, dann, also ich laufe jetzt mal dagegen, geht auch nicht. Aber wenn man dabei halt die Renntaste benutzt, dann funktioniert das. Ist ultra nice. Und ich schätze mal, er funktioniert wieder. Oh, ist das geil, Alter. Ist das... wow. Fuck. Nein, Mann! Okay. Ja. Gut, das klappt schon mal nicht. Oh, Alter, jetzt geht's runter. Gut, lass uns mal hier stehen. So, die habe ich schon mal so erledigt. Und mit der erledige ich jetzt den hier. Alter, wieso kann er mich sofort angreifen? So, und jetzt, bam. Oh. Und es fehlt der Schlüssel dafür. So. Wie völlig overpowered, Alter. Hä, wo schießt denn das Ding hin? Alter, ich zielt direkt auf ihn rauf. Lässt sich das Ding so sehr von dem Auto-Dingsermünster verführen oder was? Oh, komm jetzt. Okay. Na gut, okay. Ich mache das Ganze lieber manuell. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, es funktioniert. Ich habe also nicht die ganze Zeit gelogen, wie wahrscheinlich viele gedacht haben, sondern es funktioniert wirklich. Und wie gesagt, genau so hat es auch früher immer funktioniert, nur die hatten es scheinbar gefixt gehabt und jetzt ist der Fehler aber warum auch immer wieder drinne. Sehr interessant. So, genau, hier können wir noch nichts machen. Ach ja, ja, hier war jetzt eine Secret. Wobei, das lassen wir mal lieber für später. Nur, dass du schon mal wisst. Da.
ist ein Secret. Oh, Alter, die Waffe ist so geil. Ah, komm, nehm mal mit. Wo bin ich jetzt überhaupt? Da. Ist das krank geil, Alter. Oh, ist das cool. Das ist nice. Das ist nice. Doch, echt. Freut mich. Oh, Alter, ich will diesen scheiß Kanister da. Hochjagen. Aber das ist der scheiß Bomben im Weg. Ah, jetzt. Aber ich treffe den scheiß Kanister nicht. Wollt ihr mich verarschen? Aber auch nicht wieder. Oh Mann. Ey, wahrscheinlich hier gesamtes Magazin und das funktioniert nicht mal. Alter, leck mich doch. Ah, warum bist du noch da? Warum bist du noch? Jetzt ist er oben. Hä? Der Hund hat weg. Ah ja, klar, hier ist ja diese eine Port. Ja. Hier ist die Portierungslinie. Das hier ist eine Portierungslinie. Also es ist natürlich, weil es hier heller und dunkler ist. Aber diese Linie trennt auch. Also ist auch gleichzeitig ein Teleporter. Und scheucht die ganzen Tiere nach oben. So, jetzt versuche ich. Aber kann nicht sein, Alter, dass sich dieser scheiß Kanister da echt hinter diesem verkackten Baum versteckt. So, jetzt lass uns mal weg. Wer ist da noch so? Keiner. Ich pack das nicht, Alter, das gibst du gar nicht. Nein! Boah, bin ich jetzt schon wieder festgehangen? Ich glaub das alles nicht. Es könnte alles so. Ich glaub das nicht. Es könnte alles so scheiß geil sein und dann hängt man die sich überall fest. Komm her, du scheiß Imp. So. Jetzt aber. Geht doch. Lebt immer noch. Arschloch. Muss ich mir jetzt hier echt den Rest geben? Wow, der kann mich treffen, aber ich ihn nicht. Oh komm, leck mich doch. Ach, das ist doch behindert, das ist doch scheiße. Alter, ich mach dich gleich Salateller. Stirb doch mal, geht doch. Alter Schwede. Ist das anstrengend hier. So wieder eine grüne Rüstung. Oh nein, nicht ein Lost Soul. Ich hasse euch Viecher. Bitte geht weg. Wenn jetzt überall rumschwirren, dann war's das. Den kündige ich offiziell. So, hier war jetzt einer von diesen roten Viechern. Ah ne! Doch nur ein brauner, ein grauer, was auch immer. So, nächste Station Pinkies, würde ich mal sagen. Bitte mich gleich da hinten. Ich wüsste aber vorher gerne, ob hier noch was anderes rumkreucht. Noch so ein paar von diesen verfickten Lost Souls zum Beispiel. Gut, dann gehe ich mal hier in Wartestellung und dann. Ja? Alter! What?
bin ich hier? Da. Oh, Alter. Manchmal könnte ich echt ausflippen mit den scheiß Beißern. Warum trifft immer alles rein zufällig genau mich? Bleib da stehen. Oh, Alter. Oh. Er stirbt halt. Backpack. Ah, wieder mit der Karte, da müssen wir wieder aufpassen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Wird ein Abenteuer fürs Leben. Fuck. Wieder gut jetzt. So, okay. Ah! Was war da nochmal? Na gut, okay. Muss ich nicht wirklich, aber egal, wir müssen ja hier rauf, wegen der blauen Karte. So. Jutchen. Versuch 1 gescheitert. Versuch 2. Glückt. Ja, würde ich mal sagen, Karte schnappen und dann ganz schnell verschwinden, oder? Oder wir es echt riskieren, uns mit den Dingern anzulegen? Ich probiere es einfach mal ganz kurz. Das wird nicht, das wird definitiv nicht. Die ganzen Lost Souls, Alter, die haben überhaupt keinen Schaden abbekommen. Gibt es hier so einen Randschleich-Trick? Ah, es funktioniert wirklich! Jawohl! Jeder, der Doom 2 gespielt hat, oder was in Doom 2? Ich sehe es gerade gar nicht. In Doom 1 oder Doom 2? Eine von den Maps, da war nämlich genau das gleiche. Da gab es so eine gelbe Karte, und wenn man die nicht gefischt hat, war man quasi tot, weil dann kamen nämlich ganz viele Gegner. Und wenn man sich aber ganz sachte rangeschlichen hat, dann hat man praktisch die Karte berührt und sie aufgenommen damit, bevor man die Linie berührt hat, mit der man praktisch die Falle getriggert hat. Und damit hat man auch die Karte genommen, ohne die Falle auszulösen. Das war schon nicht schlecht. Oh, lol, die Falle bleibt dabei auch. Okay, halt also die Falle hier. Hier ist nämlich ein Archwall drinne. Die Falle und die Falle sind beide zusammengeschalten. Ich dachte mal, das ist hier bei was anderem ausgelöst. Nice, cool. Ha, das wäre mal genial. War zwar nicht ganz legal, aber Fallen sind ja auch nicht legal, ne? Von daher muss ich mich um Legalität nicht kümmern. So, ja doch, können wir ein paar mitnehmen, ja. Hier auch. Können wir ein Ding mitnehmen? Haben wir noch ein bisschen Sprossinte? Nein. Hier ist noch ein bisschen Gewehr. Hier ist noch ein bisschen Schrot. Das lohnt sich. Oh, sie ist gekommen. Passt doch perfekt. Da hat mal eine Schrot verschwendet. Das geht doch noch. Ach ja, unsere Waffe ist ja auch noch hier. Wisst ihr was? Kommt mal mitkommen. Quatsch, halt. Nein. So. Danke. Jetzt wird hier alles abgehegt. Ich mag starke Waffen. Die geben mir immer das Gefühl einer gewissen Übermacht. Wow. Fuck. Nein. Was? Wo? Achso.
Wer hat mich denn da gerade getroffen? Ich war doch hinter der Mauer, oder nicht? Ist das behindert? Wow. Das war jetzt haarscharf. Ah, da kommt schon der nächste. Na komm doch her. Na, hier unten bin ich. Hallo, siehst du mich? Wie wär's denn mit uns bei dir? Danke dafür. Gut. So. Achso, halt. Bam. Wow. Was? Digga, was war das gerade? Warum kann eine Spinne durch eine andere durchschießen? Alter, ich hab keine Lust mehr. Ey, kennen die hier auch wenigstens ein bisschen Fairness? Nur weil ich cheate, dürfen die doch nicht auch cheaten. Wo kommen wir denn da hin? Macht der Cheat überhaupt keinen Spaß mehr? Wow. Oh, ernsthaft jetzt? Hier sind so viele Gegner. Der verliert echt den Überblick. Gut, machen wir anders. Ich glaube. Du? Nein. Jetzt nach da erstmal. So, und jetzt halt erstmal alle Gegner anlocken. Bam. Leck mich. Macht doch, was ihr wollt hier. Scheiße. Das war dumm, ich weiß. Alter, wie viel die einem abziehen, ey, das ist doch Bullshit. Klappe. Mal wieder schön Einzelfertigung hier. Noch einer? Oh, jetzt hat noch eine. Ja, übrigens, genau, was ich auch noch unfair finde, und das ist richtig scheiße. Schau mal, wir haben jetzt noch 114 jetzt mit der Munition. Das Problem ist, ich schieße erstmal wieder hinten ab. Oh, ist doch so. Was ich sagen wollte. Die Munition, die man zur Verfügung hat, also unten diese 80, die wird nicht, wie man denken könnte, in der Waffe gespeichert, sondern diese Zahl wird im eigenen Inventar gespeichert. Wahrscheinlich, weil es einfach systembedingt nicht anders geht, weil das Einzige, wo man Sachen speichern kann, ist halt Inventar. Das ist ja praktisch das, was man hier hat, wenn man List Inventar auf... Nee,
Wie war das? Ah, richtig viel. List Inventar. Oder war das Show Inventar? Geht das? Nein. Ach, ich bin da bescheuert. Wo hier? Ich bin verwirrt, wie war der Befehl? Print? Kann das sein? Ja, Print Inventar. Okay. Da. Da wird praktisch alles angezeigt, was in einem Inventar gespeichert ist. Und da wird auch gezeigt, da sieht man auch, dass hier Sachen gezeigt werden, wie so Attributen und bestimmte Eigenschaften, die gar nicht jetzt inventarmäßig sind, sondern die einfach das Spiel braucht, um bestimmte Sachen über uns zu speichern. Das Problem ist, das ist die einzige Struktur, worüber man Sachen speichern kann. Das heißt also, alles muss da drin gespeichert werden. Das wiederum impliziert, dass diese Dinger hier keinen eigenen Speicher haben, sondern das, was hier angezeigt wird, diese 80, wird bei uns gespeichert. Und das Problem, was daraus resultiert, ist, alle greifen auf einen ähnlichen Wert drauf. Wow, das haben sie gefixt. Ah, geil. Okay, ich nehme alles zurück. Da haben sie das jetzt doch in eine eigene Struktur übertragen. Geil. Nee, weil das war nämlich früher so. Jo, Alter, wieso rennt? Warum renne ich jetzt? Ich drücke direkt die Renntaste gerade nicht, aber ich renne hier. Ist das hier auch ein Bug oder was? Nee. Okay, dachte gerade schon. Ja, da haben sie es jetzt mittlerweile gefixt. Nee, weil früher war das, wie gesagt, so, dass wenn man hier nur noch 80 Schuss hatte, galt das einfach für alle. Es war also alles über ein System. Aber mittlerweile haben sie das scheinbar bemerkt, dass das ein bisschen blöd ist. Und haben das jetzt glücklicherweise gefixt. Gut, egal, wir brauchen die rote Karte. Ich rede schon wieder viel zu viel. War das gerade egal. So, das einzige Schöne ist, da vorne ist der Cyberdemon nicht mehr. Aber gut, wir können uns ja jetzt einfach eigentlich noch eine andere schnappen für die hier. Da das ja nun gefixt wurde. Sehr geil. Wollen wir hier noch auf? Was haben wir davon jetzt eigentlich? Was gibt's hier drin eigentlich? Taschenlampe funktioniert auch. Na gut, ich muss das lieber bereits haben. Weil eben jetzt gibt es ja bloß die Plasma, aber da haben wir ja bereits alles. War also schon wieder eine vollkommen umsonst zugeführte Verletzung. Gibt es ein Health Pack? Hier müssen wir bitte sowieso wieder hin, ne? Ja, doch. Gut. Da gucke ich nach Leben später. Nein? Ah, halt, da war doch Leben. Wow, kann man nicht aufnehmen. Schade. Oh ja, ich meine, wir haben 86%, das sollte erstmal reichen. Wow, das war mal ein schneller Trip. Okidoki. Ja, ich bin gerade bewusst reingerannt, um erstmal die ganzen Viecher hier zu aktivieren, damit die erstmal alle schön zu mir kommen. So wie zum Beispiel dieser Shane Gunner gerade. Leck mich. Warum kann ich ihn nicht treffen? Digga! Ja.
Alter, ist schon wieder, dass ich hier renne. Man kann das sein, dass das doch ein Bug ist von der Minigun? Alter, ich drücke die Renntaste gerade nicht, aber ich renne. Das ist doch ein Fehler hiervon. Ja. Ich renne einfach die ganze Zeit. Wow. Wo bist du? Da. Ich sehe dich. Ich hab doch gedacht, ich sehe dich. Das wäre für dich das Heilchen gewesen, wegzurennen. Wie jeder es tut, der am Leben hängt. So, erstmal den Shankern erledigen. Erstmal nachladen. Jetzt den Shankern erledigen. Oh. Der Shankern macht mich ein bisschen nervös. Alter, was? Fuck you. Nein. Ey, man kann gar nicht so schnell die Waffe wechseln. Ja, komm, mach das. Alter, wir rennen schon wieder. So, bitte. Irritiert, wenn man schneller strifen kann, als man hier gucken kann. Der scheiß Shankern, der macht mich so gaga. Ist er tot? Habt ihr das gerade gesehen? Hat er sich gerade aufgelöst? Oder also ist er gerade erschienen? Das muss ich mir unbedingt nachher in der Aufnahme angucken, Alter. What? Das sah gerade so aus, wie als wenn er sich gerade aus dem Licht so. Das ist Magier! Ich meine, die sind ja so schon nicht stark genug, ne? Die Bastarde schießen. Ich hab's ja gleich gesagt. So, wir müssen nur aufpassen. Hier ist irgendwo noch ein Pinky. Da ist noch einer mit einer Pistole. Und Mami hat gesagt, Leute mit Pistolen sind böse. Ich habe keine. Ich habe wirklich keine. So, hier nicht rumspaßen. Ist das ernst? Rambo-Style. Ah ja, geht da gar nicht. Scheiße. Wollte gerade Beta nicht tragen, geht aber im Tactical Mode geht nicht. Quatsch, im Realism Mode. Ja doch, ach so, die doch am Tactical Mode. Geht gar nicht an Realism. Kommt jetzt jemand mal der andere Pinky? Alter, ich hau einfach alleine rein. Alter, braun auf braun, die Fischer siehst du ja gar nicht hier. Da siehst du bloß, dass sich ein paar Pixel bewegen. Nein! Ja, genau, schieß euch Kinder ab! Arschloch. Doch Mann, Alter, diese Leute, die nicht sterben wollen! Die gehen mir so hart auf die Eier! Da war der Pinky. Oder der Spectre vielmehr. Wäre ein Unsichtbarer. Ah, da ist er. War zwar gerade die falsche Waffe, ich wollte eigentlich Shotgun benutzen, aber gut, ging auch. Oh Mann, Alter, das ist doch ja. Aber das ist genau das, was ich meinte. Alleine hier hat man schon zu viele Waffen quasi. Stellt euch da mal vor, dass die hier immer mit Project Brutality spielen. Wo du einfach mal geschätzt 50 Waffen hast. Da kommst du gar nicht mehr zum, weiß nicht, richtige Waffe auswählen.
Ja, von wo denn? Ach, da hinten. Gut, vielleicht komme ich da so besser ran. Ja. Alter, ey. Wow! Ja, stimmt, hier sind ja auch noch diese Kack-Revenants. Alter, ich muss. Alter, das wird. Alter, kannst du jetzt mal bitte hier vorkommen? Ich will dich abschießen, Junge. Mädchen. Sind die eigentlich männlich oder weiblich? Oder vielleicht beides. Ich meine, die wollen sich auch fortpflanzen, ne? Die wollen ja jetzt hier keinen Lesben-Club gründen. Fotze. Fotze. Komm, kaum habe ich gesagt, dass es Mädchen sind, sag ich bloß noch Fotze. Das ist irgendwie. Dieser Ausdruck, den jemand in der Schule lernt, ist echt schlimm. Das ist da hinten so hell, ich kann gar nicht ordentlich zielen. Oh, Alter, das geht nicht. Fuck, Alter. Ich muss da definitiv näher ran. Oder schick einfach eine Streuladung hin. Das geht natürlich auch. Arschloch. Schade, ich hab schon nicht geschlagen. Ah ja, brauche ich ja gar nicht. Wir haben diese Waffe ja schon. Dachte nämlich, dass genau die ist, die da oben gerade liegt. Die da, aber ist ja doch nur eine normale. Nein, 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 nein. Weg! Ha! Ficker! Ich hasse Spectre so sehr. Ja, von hier aus kann ich zielen. Oder auch nicht, wenn die sich bewegen. Könnt ihr mal stehen bleiben? Danke. Wie die hier alle rumrennen, ey. Das ist ja... Nein! So, mal wieder speichern wir. So, ich... Ich werde gerade überlegen, ob ich mal kurz die Revenant-Falle auslöse. Ja, komm. Das war eine schlechte Idee. Wohin? Das war eine ganz schlechte Idee. Aber ich muss ja so oder so früher oder später auslösen, oder? Na gut. Eigentlich muss ich die gar nicht auslösen, oder? Nö, eigentlich nicht. Hier komme ich auch so. Und mehr gibt es ja hier eigentlich gar nicht. Nee, komm, ich lass die einfach da. Fuck off. Tut ja keinem was. Solange die versteckt sind. Kümmern wir uns lieber erstmal um die anderen hier. Alter! Ich schieße den Typen dreimal mit ins Gesicht, ja, und der regt sich einfach nicht. Also beim dritten Mal dann doch, aber. Halt erst beim dritten Mal. Bitte noch mehr? Ja, na klar, warum auch nicht? Lass mich in Ruhe. Ich habe einen Anwalt. Knapp den auf. Der schmeckt doch lecker. Der hat ein Jackett an. Noch einer? Mann, nur 50 reichen doch. Kommt jetzt noch einer? Oh Mann, ey, dieses Spektrum. Die haben bestimmt von meinem Hirn eine Spektralanalyse gemacht, um zu wissen, was ich am meisten hasse. Ja, das war ein Wort, deswegen den Namen. Leck mich. Wow! What the fuck? Alter, kommt ihr einfach mal von hinten angeschlichen, ey. Das ist ja nein. Wo kommt der denn jetzt her? Von da. Alter, ernsthaft? Was war das gerade? Vor allem, man hört die einfach nicht, ne?
Ich meine, man selber macht zwar Fußgeräusche, aber eben, nur man selber. Alter! Nein! Komm her! Doch noch einer! Wow! Noch einer? Ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Wenn jetzt hier noch einer kommt, ich bringe euch alle um. Wow, hier drin ist speichern. Ist ja auch selten dämlich. Hier wird gespeichert. Hier bin ich sicherer. Nein, falsche Taste. Geht doch. Klappe. Komm her. Boah, Alter. Der hat mich eiskalt noch erwischt, ey. So, ich glaube, wir haben jetzt hier soweit aufgeräumt. Wo denn? Oh, wir haben jetzt hier soweit aufgeräumt. Können wir jetzt... Wo denn? Alter! Mädels, beruhigt euch! So. Nein! Du kannst aufhören, ich bin bereits tot! Der schändet gerade eine Leiche! War das gerade wie Vierteltag? Alter! Fuck you! Wir sollten echt diese Revenant-Falle mal auslösen, das ist ja schlimm hier! An die habe ich jetzt gerade gar nicht mehr gedacht. Erstmal kommst du weg. So. Mann, ich brauche Leben. Ab wo wird die eigentlich ausgelöst? Bin ich gut oder bin ich gut? Ich könnte dann den Hunter werden. Wo kommst du denn jetzt her? Junge, einfach so aus der Ecke geschissen. Meine Fresse, hast du keine Ehre. Eigentlich bin ich ja der keine Ehre hat. Weil ich habe ihn in den Rücken geschossen. Aber trotzdem. Ist seine Schuld gewesen. Was erschreckt er mich auch so? So, hier müssen wir jetzt rauf. Hätte man Harry und ich machen, Alter. Oh, Alter. Ne? Komm, jetzt machen wir den. Nein. Da. Und jetzt? Aha, genau so. Hier müssen wir jetzt rüber. Warte, ich will ja ließen. Ja doch, klar. Wir waren. Nur, ich weiß nicht mehr, wie man das Ding ausdrückt. Mal schießen? Nein. Hey, wie war denn das? Ah. Easy. Wow, hat das genau gar nichts gebracht. Leck mich doch. Ah, aber irgendwo war hier noch da hinten. Da. Genau da. Da war noch ein Geheimversteck. Da war... War das ein Berserker-Pack?
Ja, Berserker-Pack. Jetzt bringe ich euch um. Nee, geht mal nicht. Die sind mir einfach nur zu blöd. Sorry, aber. Was nicht sein muss, muss nicht sein. Hey, Junge, ist auch noch was. Ist das auch ein Secret offiziell oder tut das einfach nur so? Oder war das da, wo wir da jemanden umgebracht haben? Kann ja auch sein, weil die droppen ja dann ja auch Munition. Ich glaube nicht, dass es da einen offiziellen Weg hoch gibt. So kann man ja gar nicht springen. Deswegen ist auch die hier nicht mit. Oh doch! Oh, Alter, wir slädern hier drauf schon wieder so extrem. Das ist ja. Transportieren die hier Eis oder was? Ich will die Waffe haben. Ich will die Munition haben. Das ist so viel schön getroppt. So schön viel gedroppt. Ich will das alles nicht mitnehmen. Nee, hier sind wir falsch. Okay. Erfolgreich in die Irre geführt, liebe Kartons. Hey, wo müssen wir denn hin? Ach, war doch richtig. Wir sind so falsch abgebogen. Oh, wow. So, ist hier noch was Spannendes? Nö. Also doch wieder weiter. Oh, Alter, ist das behindert. Da jetzt wir hin müssen. Wenn du musst, nicht nach da. Hä? Ja, hier, genau. Alter! Speicher mal, ist mir selber. Wenn wir runterfallen, den Weg finden wir nie wieder. Danke, danke. Oh, mittlerweile sind wir echt wieder gut aufgefüllt. Ah, nein! Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Oh. Ich will nicht mehr. Ich habe absolut keinen Bock mehr. Lebt er immer noch? Jetzt ist er tot. Wow! Alter! Warum hat er bis jetzt gerade überlebt? Was ist jetzt los mit dem? Hat er Pillen geschluckt? Wie kommen wir da rüber? Können wir hier so schräg rüber? Ich will nicht sterben. Ja, wir kommen rüber. Okay. Vor allem einfach dieser Moment, du gehst einfach hin, du erkennst eine Person, die da steht, keine Ahnung was, du denkst dir so, ja, wo Gegner? Und dabei haben wir den vor Minuten bereits abgeschossen. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Sind wir nicht falsch, bist doch nach da hinten irgendwie. Hier sind wir völlig falsch. Ich weiß es nicht, ich will nach Hause, oder müssen wir da rauf? Ich gehe jetzt einfach mal rüber. Oh ja, wow. Wollte springen, danke. Oh, genau. Ach so, nee, da müssen wir gar nicht rüber. Hier sind wir doch. Jawohl. Geronimo. Yay. Gut, haben wir alles. Also ich muss sagen, es war doch einfacher als ich dachte. Naja, nicht wirklich, aber wir haben zumindest gut geschafft. Ohne gleich alles zu verlieren, was wir für an Stolz und Ehre hatten. Auch noch ein bisschen Shotgun. Gibt's hier noch? Ja, hier. Ja, sehr schön. Cool, dann haben wir sogar wieder voll das Magazin hier. Nicey dicey, gefällt mir. Können wir öfters so machen. Können wir das. Ach übrigens, wenn ihr das Ding hier mal auffüllen wollt. Ich speichere mal ganz kurz. Wenn ihr das Ding auffüllen wollt. Das war folgendes. Ich glaube. Hä? Was ist denn jetzt hier? Ah! Mal gucken. Ja, seht ihr? Und da könnt ihr jetzt einfach mit 2000 hinterschreiben. Da habt ihr ein volles Magazin. Weil das ist nämlich das, was die eigentlich fassen kann. Nur das ist halt standardmäßig nicht drin. Standardmäßig sind da halt nur 200 drin, weswegen die Anzeige, auch wenn ihr die Dinger benutzt, immer schon hier unten auf halb 8 steht. Nur mal so als kleine Randinformation. Also, wer mal Interesse hat, einfach
Heavy Machine Gun Ammo. Und dann einfach die entsprechende Zahl eingeben. Das Magazin fasst, wie gesagt, 200. Für die unter euch, die so wie ich auch gerne mal cheaten. Ich meine, spricht ja nichts dagegen. Wenn man so für sich zu Hause selber privat spielt, warum nicht? Da cheate ich auch sehr gerne mal. Mache ich sowieso immer. Ich habe praktisch, wenn ich Spiele spiele, spiele ich immer dreimal gleichzeitig. Also ich habe praktisch immer drei Speicherstände. Einmal mit einem normalen Schwierigkeitsgrad, also mit normal meine ich schon den etwas gesteigerten, so wie Ultraviolence zum Beispiel. Dann einmal extrem, also in dem Fall halt Realism Tactical Mode. Achso, ich wollte noch hier die ganzen Ammo-Sachen mitnehmen. Und dann einmal ein Speicherstand, der extra dafür da ist, um praktisch die Welt zu erkunden und ein bisschen rumzuschieben. So, suchen wir uns mal erstmal hier die ganzen Boni zusammen. Wir sind ja mit dem Level soweit jetzt mittlerweile schon fertig. Kommt ja nichts mehr. Außer wir lösen hier die Falle aus, dann haben wir Ärger am Hals. Und zwar richtig Ärger am Hals. Ja, wir sind wieder voll. Ach nee, uns fehlt einmal Schrot. Das darf nicht so bleiben. Yay. Alter, so viel Rüstung und wir können nur bis 100 nehmen. Das ist unfair einfach. Ja, das ist zum Beispiel auch mal was ich... Ja, ich habe halt so meine Macken. Und wenn ich zum Beispiel eine Rüstung habe und irgendwo liegt eine Rüstung rum. Also angenommen, ich habe jetzt, weiß nicht, 200 Rüstung. Und sehe aber irgendwo, die für ein Ding haben. Obwohl bringt uns eh nichts. Und irgendwo liegt jetzt noch eine 100er Rüstung rum. Dann erschiede ich mir selbst einfach noch 100 dazu. Sodass ich dann insgesamt 300 habe. So, powered bei dem Motto, ja, man kann ja auch eine Rüstung über eine andere ziehen, ne? Dann hat man auch mehrere Rüstungen an. Und hat, dann addiert sich das logischerweise. So nach dem Motto. Aber wie gesagt, das mache ich halt nur, wenn ich so privat auf meinem... Achso, wow, kommen wir ja schon. Aber wisst ihr was? Fuck! Ja, wie gesagt, das ist eh nichts. Mache ich halt immer nur privat, so auf meinem Sheet. Dingser Bumster, das mache ich hier natürlich im Let's Play definitiv nicht. Weil hier wollen wir wirklich schön... Entweder halt das normale, harte, also Ultraviolence-Niveau. Oder aber so wie jetzt gerade hier... Richtig hardcore. Ich hätte gerne noch ein bisschen Rüstung. Haben wir keine Rüstungsteile mehr? Ah doch, die haben wir hier alle am Anfang schon eingesammelt. Ach Gott, bin ich blöd. Na gut, komm, auf ins Ziel. Du kannst hier stehen bleiben, ich brauche ich nicht mehr. Oder? Kommt beim Ziel noch ein Gegner? Kann durchaus sein. Ich nehme dich mal doch mit. Oder auch nicht. Oder doch. Ach ja, hier war noch das Secret. Victoria's Secret. Hätte ich beinahe vergessen hier. Ey, ich habe schon wieder dieses Schnelllaufen. Ist definitiv ein Bug. Nein. Ah, ich glaube, ich weiß, woher das kommt. Ja, okay. Wenn ihr mit der Waffe arbeitet, also jetzt hier so, und selbst wenn ihr euch nicht bewegen könnt, könnt ihr trotzdem die Speed-Taste gedrückt halten, auch wenn sie nichts bringt. Und wenn ihr in dem Modus die Waffe verlasst, dann habt ihr auch den Speed-Modus danach. Oder auch nicht. Alter, woran liegt das dann? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nach Hause. Meine Lebenszeit ist vorbei. Ich bin zu alt für sowas. Woran liegt das denn dann? Das ist das Einzige, woran ich mir das einigermaßen erklären könnte. Aber scheint ja nur nicht der Fall zu sein. Da ist auch nichts mehr. Schade eigentlich. Oh ja, haben wir zumindest ein bisschen was an Rüstung mittlerweile. Oh. Nein, habe ich jetzt. Bitte sagt mir nicht, dass ich jetzt die Waffe auch noch im nächsten Level habe. Ah, Glück gehabt. Alter, ich dachte schon, wir hätten jetzt hier mitgeschietet. Nee, haben wir nicht. Okay. Okay, ich dachte schon. Das wäre jetzt gewesen. Also.